Krapps ist der Inbegriff für den Begriff Heimat im Werdenberg. Im alten Fabrikgebäude an der Mühlbachstrasse, eben das Krapps, da ist das Herz der Heimat beheimatet. Das Probelokal der Heimatbühne Werdenberg. 2020 war eine Jubiläumstournee geplant. Die Tournee hat man abgesagt. Covid-19 hat es erschwert. Wir haben die Heimat jetzt halt mit Stimmen und Ausschnitten eingefangen. Kein Ersatz für das Erlebnis vor Ort. Ein paar von der Heimatbühne sind gekommen. Die Stimmung war gut. Und dass Heimat mit der Zeit geht, neumodisch anpasst, ja, das sieht man ja hier. Heimat am richtigen Fleck, das bleibt. Die Stimmung war super. Eine gesunde Einstellung mit gesunder Ernährung hat Heimat pur. Die Ruhe von der Leiter. Wie lange bist du schon dabei? Da bin ich ja nicht so lange dabei, aber nur 20 Jahre schon wieder mal. Und früher hast du auch Theater gespielt? Ja. Das ganze Leben ein Theater? Ja, ja. Also warum hast du so eine Freude an dem Theater? Ich weiss es auch nicht. Es ist einfach, die Leute haben Freude daran und dann ist es schön, wenn man es bringen kann, die Leute, die Freude haben. Nicht, dass es noch einen dummen Witz bringt, den Blöden. Oder kann man manchmal auf der Bühne einfach ein bisschen professionell tun, wo man sonst nicht dürft? Ja, ja. Das tust du aber noch gerne, gell? Der Chef hat es nicht gern, wenn wir improvisieren. Wenn wir den Text vergessen, dann kannst du das anders bringen. Aber jetzt mal machst du es gleich. Ja, man muss dann ja nicht. Man muss ja dann weiter. Nein, nein, wir lernen es mit dem Mann. Ja, jetzt da in der Sache im Ukali. Storli sagt, es gibt nichts Schöneres als Kühlorte zu sein. Was sagst du? Eben. Also, du kannst dir jetzt den Fall mal überlegen. Fall habe ich mit dir ausgerichtet, was Storli mir angeschänzt hat. Wie bist du zum Theaterspielen gekommen? In der Kirche hat einen abgesagt, der nicht spielen hat wollte, mehr. Und dann hat die Frau gesagt, ja, der Ewald, das ist ja so ein Komödiant, ich könnte das machen. Und so bin ich hergekommen und es hat mir einfach gut gefallen. Vor allem eben, wenn die Leute lachen und so, das hat mich richtig aufgestellt. Und ja, Freude an dem, ja. Das ist deine Bühne. Du vermisst es ein bisschen, gell? In dieser Corona-Zeit. Das ist vielleicht darum, dass vorher alle nachdenklich sind. Ja, vielleicht. Aber andererseits ist mir gleich einmal eine Pause machen, ein Jahr. Aber sonst habe ich es gerne, ja. Kannst du dich an ein Stück erinnern, ein spezielles? Ich kann mich fast in alle Stücke erinnern, eigentlich. Ich spiele jetzt schon daheim eine Bühne 14 Jahre. Und etwa 7, 8 Jahre bin ich mehr bei der Kirche, also über 20 Jahre. Und da sind einige Stücke zusammengekommen. Und jetzt ist das deine Paraderolle? Weißt du, meine Paraderolle war, «Bist doch nicht so dumm» zum Beispiel. Das war eine riesige Rolle. Da konnte ich mich spielen. Und natürlich «Verrückte Familie». «Verrückte Familie» habe ich zweimal gespielt. In der Kirche einmal und einmal in der Heimatbühne. Und das, dort konnte ich mich spielen. Ich bin ein Besucher. Cholerisch im Anzug. Ihr Auftritt hat mich platt umgehauen. Was? Ihr Anblick hat mich gerade zu den Socken rausgehauen. Aber ich bitte Sie, Herr Witzig, wenn ich im Vernichter so wirklich hätte, wäre mir das lieber zu... Was machen Sie da? Lassen Sie den Unsinn! Geliebte Notbühne, komm, lass dich küssen. Und umarmen und alles, was sonst noch so gut. Hör auf, hier, Stefan, die Karte ist in der Mulde. Oh, Tata!
letztes Mal gewesen, dass wir für euch aufgeopfert haben. Was haben sie denn gesagt in der Familie? Du da verrückte Familie gemacht hast? Ja, sie kennen mich. Ich bin eben ein bisschen ein verrückter Grossvater. Aha. Das ist normal. Sie haben eigentlich nichts anderes erwartet. Ist einmal ein verrückt auf der Bühne? Sind alle ein bisschen verrückt? Nein, das ist verrückt ist eigentlich nicht in dem Sinn verrückt. Ich bin einfach ein bisschen abstrakt. Ich bin einfach ein eigener Kerl gewesen, einer, der nicht immer tut wie die anderen. Und das bin ich auch im Leben nicht mehr. Nicht immer so wie die anderen bin. Herrgott, ist er so? Er ist so, ja. Gib mir noch ein Mikrofon, Bori. Definitiv ist er so. Er inspiriert uns auch, wenn er so richtig loslegt. Das ist so, ja. Und dann weiss man nie so recht, was auf einem zukommt. Zum Glück haben wir genug Proben. Dann hat man eigentlich schon ziemlich alles durchgeprobt. Hallo, ist jemand da? Scheinbar nicht. Dann gleich mal rein. Vielleicht finde ich noch ein Hinweis auf ein interessantes Gespräch. Soll ich erst in einem anderen Zimmer schauen? Wäre es vielleicht schon ein bisschen frech. Nur wenn reinkommst, ist niemand daheim. Ist es gestartet? Jetzt habe ich gesagt, reinkommen. Schon, aber Sie haben doch gesagt, dass niemand daheim ist. Jetzt fällt Sie aber nicht auf die Tüpfel schiessen. Sie sehen doch, dass ich da bin. Unübersehbar und unüberhörbar sind Sie die Dame des Hauses. Erstens reden wir da nicht zu geschwollen. Und zum Zweiten, wer will denn das wissen? Sie sind doch nicht mühsam. Wer sind Sie eigentlich? Das geht Sie gar nicht an. Und ich habe zuerst gefragt. Zuerst Sie. Norma. Was? Mein Name. Kommissar Kurt Kammer. Ich bin von der Polizei. Von der Polizei? Ja, sagen Sie doch, dass das. Ziemlich am Schluss vom dritten Akt, alle sind schon gut drauf gewesen. Und nachher wäre ein Einsatz gewesen von einem Jungen. Der hat aber noch eine Woche davor, also in dieser Woche hat er gerade RS, eine WK gehabt und war ziemlich müde gewesen, wahrscheinlich vom Ausgang. Den hat er hinten verschlafen. Und hätte die müssen eigentlich auf die Bühne kommen, ist nicht gekommen. Ja. Und wir haben natürlich einen durcheinander gemacht. Und jeder hat etwas probiert zu erzählen. Und ja, das könnte man noch und so. Und der ist immer noch nicht gekommen, bis eine andere Schauspielerin, die auch hinten war, ihn gewickelt hat und gesagt, führe, führe. Da ist er natürlich schlaftrunken gekommen und der hat überhaupt nicht mehr recht gewusst, wo er ist und wo er muss einsetzen muss. Und nachher musste er zu Flössin eingreifen und ist nochmal ein bisschen Ritter gegangen und hat den Stichwort gebracht und dann ist es wieder rumgelaufen. Aber das ist, da hat schon ein bisschen das Herz ein bisschen gegümpelt. Jetzt hat vorher der eine gesagt, du seist noch in Stängen gewesen. Bin ich? Ja, anscheinend. Ich hätte nicht gerne, kann man den Text vergessen oder mit Spanko sein oder so. Selbst hat kein Regisseur gern. Selbst ist ganz klar. Er muss auch schauen, dass es ein bisschen gar nicht ist und dass die Einsätze oder Reihe noch kommen. Und dass der Text nicht vergessen geht. Dort haben wir ja zu Flöss, der dann hilft. Und da ist eben etwas Ödchen, wo der Schauspieler im Militär zurückgekommen ist und der Tina für schlafen ist. Ich bin dann schon zu einem Herrn und habe gesagt, geil, schau, dass das nächste Mal das nicht passiert. Und es war ihm gerne nicht recht gewesen. Also der ist eigentlich aus allen Wolken gefallen. Auch wenn er so ein bisschen cool reagiert hat, es hat ihn nachher noch ein bisschen eingeholt. Er hat sich nachher zusammengenommen und alles ist super gelaufen die nächste Mal. Wir schauen jetzt mal den Kasper 2003, was für Kalverei er mit einem Rössli mit einem Steckenpferd ablässt. Aber es wird ihn eingeladen. Nein, verstehen Sie, der ist übrigens schnappt, der kann man den Herrn schwer auch nicht zur Verantwortung ziehen. Und
kein Zwang da sein. Denn es ist ein Riss, wenn man das tut, was ein Verrückter sagt. Sonst könnt ihr mir noch gewalttätig werden. Jetzt noch ein Wort und ich halte eins, das von oben leistet heisst. Joachim, jetzt machen das ein Fortkommen, wenn ihr das los ausschlägt. Wenn man es also so gesehen hat, also die Kalbereien hier, ist das etwas, dir gefällt? Kalbereien? Du meinst in den Proben? Oder? Nein, 2003. Ah, die, ja, also das war ein spezielles Röllerli. Dort musste ich einen Gespunnen spielen und dort habe ich auch dann darum das Rössli ausgelesen, das ich einzeuche und quasi züche ein Rossi, aber es war ja nur ein Rössli auf vier Rädli. Selbig gefällt mir schon. Ja, selbige Sachen habe ich sehr gerne gespielt. Und mir gefällt es auch sehr als Regisseur, wenn die Leute so spielen. Und selbst dann so eine Art auch, wenn sie die Chance haben und die Rollen und Figuren so ist, dann. Ja, dann hat es auch schon der gehabt, wo sich völlig umgestülpt haben in der Person. Aber eben, gell, damit ein Poet natürlich sitzt, muss eben schon alles genau stimmen, gell? Ja, Stichwort Timing zum Beispiel. Ich sage dann nicht schon mal in der Probe, warten zwei Sekunden, warten eine Sekunde. Das meint man, das sei lang, aber es bringt aber dann etwas. Und dann, dass der Witz so im richtigen Moment kommt und nicht einfach nur geplappert wird, sondern gespielt wird. Das ist für mich das Stichwort Timing recht relevant. Mhm. Jetzt haben wir ein Jubiläum. Wie viele Jahre ist das? Du hast ja gehört, 1994 hast du schon angefangen. Ja, da haben wir den Verein gegründet. Ja. Also da haben wir eine Art, in zwei Jahren haben wir einen 30 oder in drei Jahren 30 Jahre. Und du bist von Anfang an dabei gewesen? 24. Ja, in 2024 meine ich. Ja, jetzt muss man vielleicht einen Schneid machen. Ja, wir schneiden natürlich alles. Also wenn wir es dann kommen, ich weiß es nicht genau. Also offiziell hätten wir letztes Jahr oder dieses Jahr 20-jährig. 25. Entschuldigung, 25-jährig, jetzt kann ich dann auch noch wieder rechnen. Nochmal. Offiziell hätten wir im 2020 25 Jahre Jubiläum gehabt. Dieses Jahr haben wir jetzt das abgesagt wegen der Pandemie, wegen dem Corona. Das war einfach zu unsicher gewesen. Ich glaube, es war doch gut, dass wir das abgesagt haben. Und wir holen das dann nächstes Jahr einfach nach. Wir haben einfach alles gefreezed, gestoppt, eingefroren. Sie haben das Deckspüchli, die Rollen sind verteilt und nächstes Jahr machen wir das. Und da hinten fängt es an mit der Sprechprobe oder mit der Stuckwahl? Ja, die Stuckwahl machen wir privat in der Theaterkommission, in der Büchli-Kommission, wie wir sagen. Da tun wir uns. Tut jeder von denen, jedes Mitglied von der Kommission tut die Bücher lesen. Wir machen eine Vorauswahl und die werden bestellt und die werden gelesen. Und dann wird es enger gefasst, enger und enger. Und dann bleiben vielleicht noch drei Stück auf dem Tisch liegen, wo wir uns dann in einer Sitzung treffen.
und dann entscheiden. Die Bücher werden in der Kommission austauscht, gegengelesen, mit einem Bericht dazu, Notizen dazu gemacht. Und dann sieht man dann, wo welches Stück an der Spitze ist, ziemlich geschwind. Das machen wir miteinander, oder sagst du das? Nein, da machen wir dann auch die Auswahl machen wir miteinander. Wir machen die Rollenverteilung auch ein bisschen miteinander. Regie hat vielleicht das letzte Wörtchen von der Rollenverteilung. Aber eine rechte Aufgabe, gell? Ja, die Leserei macht schon einen Aufwand. Ja. Also da ziehe ich den Hut von jedem Kommissionsmitglied, wie viele Bücher es da in anderen Jahren hat vielleicht jeder 5, 6 gelesen. Das haben wir ein bisschen reduzieren können. Aber ich denke, wenn das Herzblut stimmt, dann ist eine Leichtigkeit dabei und dann ist das auch nicht so ein Aufwand, wie wenn man jetzt etwas macht, was man jetzt nicht so gerne tut. Wir machen es ja alle gerne. Es hat der Kasper vorher alle ein bisschen zu dir reingeschaut und er nur können rechnen. Bist du auch von Anfang an dabei gewesen? Ja, ich bin von Anfang an dabei, also eben noch vor dem Anfang eigentlich. Hoi. Ja, ist es so. Mit dem Chabi zusammen haben wir im 87, 88 haben wir die ersten Stücke miteinander gespielt. Hier noch für Musik und für Frauenchor. Es war so ein Trüppli gewesen. Es waren immer die gleichen, die miteinander gespielt haben. So, je nachdem, 1, 2 Akter oder vielleicht mal ein 3 Akter. Und dann ist das immer so weitergegangen und wir hatten alle Freude am Spielen. Und irgendwann ist mir dann erörtert worden und gesagt, ja, man könnte dann auch selber einen Verein gründen. Und allen voran natürlich unser Leithammel, der Hans-Rudi Gaffner, der gestorben ist leider. Er war der grosse Initiant von dieser Theatergruppe und dann haben wir im 94 entschlossen, wir machen eine Sitzung und haben im 95 dann die Gründerversammlung gehabt. Und darum ist heute so ein 25-jähriges Jubiläum. Wie lange geht denn das so? Weißt du, wenn man so ein Stückchen gefunden hat, Sprechproben und so weiter, wie lange sind wir denn da einmal dran? Also jetzt ist es so, dass wenn wir für einen 3-Akter im Herbst anfangen proben, ist es Mitte April, haben wir die Startschusssitzung. Dann ist das Büchli ausgewählt, die Regie hat die Rolle verteilt und dann machen wir hier in diesem Raum hinten ist in der Regel, dass man rein wird. Oder nein, im Normalfall weiss man es schon ein bisschen vorher. Aber wer jetzt welche Rolle hat definitiv und kann auch jeder einmal sagen, das Commitment abgeben dazu, zum sagen, jawohl, ich habe Zeit und ich würde das gerne machen. Und dann hat man in der Regel auch schon die erste Leseprobe. Dann kommt man zusammen und hat die erste Leseprobe. Und dann ist ja dann, Anfang Oktober ist Premiere. Und dann, also übt man dann pro Woche einmal, oder? Ja, in der Regel ist es einmal in der Woche, ja. Und am Schluss dann vielleicht ein bisschen mehr. Und dann so Liebesszenen, kann man dann auch auswählen? Wenn dann eine gerne passt oder umgekehrt? Ja, also wenn man ausgewählt ist, muss man es halt machen, in Gottes Namen. Dann muss man nicht schon mal in sauren Äpfel beißen, so jetzt mal darf man ja auch. Ja.
Hast du schon mühsam? Ja, auch schon dürfen, ja. Was war so deine Paraderolle? Gewesen? Der Kasper lacht sich rum. Also kommst du mir wissen, gehst du eine Pensiere da hinten, wenn er lacht. Eine Paraderolle? Ich habe nicht etwas, wo ich wirklich eine Paraderolle habe. Ich spiele jede Rolle eigentlich sehr gerne. Ja. Und da kann sie ein Pfarrer, das kann aber ein Metzger sein, den ich auch schon gespielt habe. Oh, jetzt machst du aber grosse Gümpf. Ja, das ist ja so. In dieser Reihenfolge? In dieser Reihenfolge. Und sehr Schmetzger und dann Pfarrer. Auch schon habe ich einen Gestorbenen gespielt. Hoi. Das ist einer, der im Zwischenhimmel war. Und ich habe wirklich alles sehr gerne gespielt. Oder einen Verbrecher. Oh. Ja. Was könnten wir jetzt zeigen von dir? Weißt du gar Deutsches? Ja, Camperfreunde. Das ist sicher eins, wo also, wo ein bisschen richtungsweisend war für uns. Dass wir ein bisschen modernisiert haben im Stil. Dass wir nicht weg sind vom klassischen Lustspiel, das auf dem Bauernhof spielt. Dort haben wir wirklich ein bisschen haben moderne Richtung eingeschlagen im 7 Jahr. Und so bist du recht gut angekommen beim Publikum. In 3 Akten von Marcel Schlegel. Ja. Es war ein ganz lässiges Bühnenbild mit einem Wohnwagen drauf. Eine ganz eine offene Bühne. Und er hatte dort einfach ein bisschen die Rolle von einem unter die 8. Ehemann. Die Frau war zünftig dominant. Ja, es hat einfach deshalb sehr lustige Szenen für ihn noch. Ja, Moment, trifft das auf ihn zu? Unter die 8. Ehemann? Ich glaube nicht. Nein, auf keinen Fall. Nein. Nein. Das ist ja schön beim Schauspielen, dass man eben kann in etwas einspringen oder in etwas einspringen muss, so, wo man sonst nicht macht, eine Figur einschlüpft. Und ich glaube, das klingt unseren Schauspielern, von jedem Schauspieler, sehr gut. Das werde ich nicht von dir. Danke! Du weißt, Armin, gelernt ist eben gelernt. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Ingo, hast du deinen Arbeitsplatz gewechselt? Oder musst du jetzt so nach Tempel andere Zelte aufräumen, oder was? Nein. Weißt du? Ich bin heute Morgen früh aufgestanden und unter echten Camperfreunden, da hilft man sich ja immer gerne aus. Hättest du das Puffsäule gesehen, wo unsere Frauen hinterlassen haben? Das hat sicher extra gemacht, damit es uns nicht langweilig wird am Morgen. Du, schlaf der Markus noch, oder jagt er schon am Lücken hinten an? Er ist früher gegangen in Ladung, ein Gipfeli holen. Du, der Rhein von Markus gestern. Genau die gleiche Etikette und Jahrgang habe ich bekommen, als ich meinen neuen Arbeitsvertrag bei dem Alstom unterschrieben habe. Was willst du jetzt mir sagen? Ja,
dass wir nach der Ferie in der gleichen Abteilung arbeiten und ich in der Branche fremd Sesselfurzer bin, oder? Leg mir einen schönen ja. Also, das heisst, du bist der neue Abteilungsleiter? Mhm. Ha, leg mir. Hey, wie willst du das beibringen? Was? Ihr zwei, ihr arbeitet in der gleichen Firma miteinander. Und kommt so gerne miteinander in die Ferien. Was? Das ist aber Teamwork. Nein, also so ist es jetzt auch wieder nicht. Los, du musst ja Markus nichts erzählen, was du jetzt gerade gehört hast. Kein Wort, verstanden? Ja, ja, ist ja schon gut. Ich meine, ich habe ja sowieso ich habe ja gerne ihn zugelassen. Und es geht ja auch gerne nicht da. Wir erzählen es dir schon noch, aber nicht gerade jetzt, gell? Ja. Jetzt haben sie aber den Morgen überspannt. Was meinen denn die, wer ich bin? Die Rechnung haben sie aber ohne mich gemacht. Die kommen ja unser Leben. Und, erzähl, hast du den Look getroffen? Eben nicht. Das hat alles hinter dem Rücken geplant. Das ist alles ein Abkartenspiel. Was ist ein Abkartenspiel? Ich erzähle es dir schon, aber nicht gerade jetzt, gell? Super! Das haben die zwei vorher gerade auch zu mir gesagt. Ja, soll ich heim oder was? Sicher nichts. Du hockst jetzt da. Markus, was ist passiert? Die erlernen mich noch keiner, die keine Rasse machen. Ich fahre höchstpersönlich nur hin und nehme dem Amazon alle Ausweise und Schriften weg. So dass das hier nie mehr über Grenzen kommt. Dann kann er sein Lebensunterhalt als 13 Jahre in Italien verdienen. Aber meine Tochter, und die Schmalzdotter nie und nimmer. Was regst du jetzt so auf? Der Luca hat dir gerne nichts gemacht. Nichts gemacht? Ha! Der frisst sich wie ein Borkenkäfer in meinem Familienstammbombier. Wenn er alles ausgehört hat und er satt ist, verreist er wieder. Der Stammbomb ist tot. Du stehst. Also, jetzt siehst du es wirklich ein bisschen extrem. Du kannst doch mal so einen jungen, neuen Liebling in den Weg schauen. Oder, wie war es denn bei dir, gewesen, der Karin, bei dir? Ist das von Anfang alles perfekt gelaufen? Mit deinen Schwiegereltern und so? Ja, heute ist das eben anders. Nein, ist es eben nicht. Ja, schau mich an. Nur zum Sagen, der Luca kommt aus gutem Haus. Hat garantiert nicht dein Vermögen bis hier. Deshalb ist über beide Ohren in deine Jeans verknallt. Jawohl. Ja, so weißt du das? Hey Markus. Also, das hat sogar ich nicht mehr bekommen. Und ich war die ganze Zeit am Krampfen. Oh, schon halb elf. Ich muss ein dringendes Telefon tun. Ich komme gleich wieder. Nein. Also einer kommt mir in das Haus. Da kommt ein Mann, was er will. Und wenn unsere Freundschaft da nicht zu senden. Jetzt hör doch auf, so blöd daherzureden. Das ist mein voller Ernst. Für kein Geld. Und da kommt er mit mir kehren wieder weg. Und in China heiratet nie im Leben einen aus dem Süden. Geschwiegen es dann von so einer Campingplatz. Gut. Dann greifen wir auch zu der Brettstange. Ja, mein Schürfer. Er hat nicht alles willen. Markus, du hast doch einen guten Job bei der Alstom in der Forschungsabteilung, oder? Ja, aber hat das mit dem Theater zu tun? Woher weißt du das? Ich will es einmal so sagen. Du hast das indirekt um Stefan schon verraten. Nein, das ist ausgeschlossen. Ich rede mit der Ferie lieber den Job. Aber woher weißt du, dass ich in der Forschungsabteilung arbeite? Wo du über den branchenfremden Sesselfurzer geredet hast und uns sein Weihnachtsvieh ausgeschenkt hast, bist du ins Fettnäpfchen getrampelt. Der Seppi mit der gleichen Etikette und einem genau gleichen Jahrgang hat ihn nämlich von der Alstom bekommen, wo ich mit der Direktion meinen neuen Arbeitsvertrag als Leiter von der Forschungsabteilung unterschrieben haben. Und genau der Seppi, und dann hat mir der Herr Dr. Studer gesagt, wird nur für die Alstom abgefüllt. Dann bist du also, ich bin geliefert.
jetzt kommen wir sogar hier raus. Das glaube ich nicht. Los, Markus, so wie ich den Stefan kenne, gibt ihm jeder eine Chance, einen Fehler in die Gut zu machen. Also gut, das mit dem Weihnachtsfeier, selbst vergessen wir. Aber ich erwarte von dir, dass du den Luca akzeptierst und dieser Liebe ein gutes Fundament bist. Markus, also wenn das alles ist, nicht sofort zuschlagen. Ich meine, was musst du ja nicht sofort küssen, wenn du das nächste Mal siehst. Ich habe mir so schäbig vor. Am liebsten würde ich ein Lachgraben und kein Kleingruppen. Das musst du nicht. Jeder von uns hat schon mal einen Zeich gemacht. Also gut, ich nehme das Angebot an. Aber ich komme zuerst in der Zeit, die ich zu mir angewinnen. Markus, ich meine es im Ernst. Ab sofort redest du der Gina und dem Luca Nummer 3. Ohne Angewöhnungszeit, hä? Alles klar, Stefan. Ich werde mich bei dir aufrichtig und offiziell entschuldigen für das Ein, was ich gemacht habe. Ja, am besten mit einer Flasche vom Weihnachtswein. Das ist eine gute Idee. Stefan, kommen wir von dir Weihnachtswein probieren. Ja, das Frühlingstheater war ja schon immer die Heimatbühne in Werdenberg. Wir waren einfach eine separate Gruppe. Und wir haben dann jeweils einen Seniorennachmittag gespielt. Wir haben im Jodelclub Bergfinkli haben wir am Sonntagnachmittag, respektive ganz am Anfang noch am Samstagabend gespielt. Und ja, wir sind einfach so mit einem Akter, zwei Akter haben wir gehabt, einfach als es nicht zu lang gegangen ist, eben weil es vorgängig einmal eine Unterhaltung war. Aber wie gesagt, wir sind nach wie vor Heimatbühne in Werdenberg. Und ich habe dort, ich weiß nicht wie viele Jahre, einen Haufen Jahre dort gespielt. 15 Jahre, sage ich jetzt einmal, nur dort am Frühlingstheater. Ist auch unter der Leitung von Hans-Rudi Gaffner am Anfang. Und dann eben Walter Rettich und so, dann nur Johnny. Und ja, dann nachher haben sie einmal im Herbsttheater zu wenig Glück gehabt. Und dann haben sie uns angefragt, dort wir, 3-4 sind wir vom Frühlingstheater, wo gefragt haben, ob wir nicht auch kommen, ob wir ihnen aushelfen. Und zuerst haben wir gesagt, ja, 3-Akter und so, und Frühling und Herbst spielen ist nicht viel. Und dann haben wir gefunden, jawohl, komm, das ist doch noch lässig, machen wir einmal. Und so ist das entstanden. Eben bei den Campenfreunden haben wir das erste Mal haben wir dort mitspielen. Und es war ein super Erfolg gewesen. Und uns hat es riesen Spass gemacht. Und seitdem ist es dann so, dass das Frühlingstheater und das Herbsttheater immer gemischt ist. Jetzt ist es also so, dass Leute, die vorne im Herbsttheater waren, die im Frühlingstheater spielen und umgekehrt. Also das ganze Jahr ein Theater? Das ganze Jahr ein Theater, ja, von A bis Z. Weißt du, was mir so erstaunt? Einmal heisst es bei der Musik, dann bei der Bergfinkel, dann bei Frauenchor und so weiter. Sind ihr von einem Verein zum anderen gekumpelt, oder? Nein, also ein Frauenchor weiss ich nichts von dem, aber das war vor der Heimatbühne-Zeit, noch meine. Also wir sind einfach, eben das Herbsttheater hat die Aufführungen gemacht in den Mehrzweckhallen, wo nur Sepp war, wo bis jetzt unten ist. Und die Frühlingsgruppe hat sich im Prinzip vermietet. Also eben sprich Seniorennachmittag, Buchs, Sevelen, Oberschau. Sachsenried sind wir unten gewesen, klar, am Anfang noch. Dann hat sich aber gehört, weil dann ja, halt einfach die Umstände und alles. Haben ein paar müssen bleiben, oder was? Ja, nein. Und dann jetzt die letzten 4 oder 5 Jahre machen wir es jetzt in der Krone, Refis, Burgerau. Sie haben nicht verstanden. Ja. Ah, gut, ja. Frühlingstheater spielt jetzt neu, wo wir eine Art organisieren, in der Krone Burgerau. Im Februar jeweils 3 Abende. Da fangen wir mit einem und haben dann gespöttelt. Ja, das machen wir das nächste Jahr 2. Sind 2 Abende voll geworden. Dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir doch den 3. Ist doch kein Problem. Und mittlerweile haben wir jetzt 3 Abende, haben wir jetzt gefüllt in der Krone. Dürfen wir mit Stolz sagen. Und es ist wirklich eine super Sache. Die Atmosphäre ist super, ist klein, ist noch wie früher alles. Es ist wirklich eine gefreute Sache. Und international, mit einer Liechtensteiner Wirtin. Genau, genau. Sie hat den Mord Fröden in unserem Sektor. Ja, das Gefühl, die gefällt dir auch. Ja. Es hast du gesagt, vermieten, gell? Und der Saal ist voll. Aber das ist ja wahrscheinlich etwas, wo ihr eigentlich mehr oder weniger ja, fast gratis unterwegs sind, oder? Ja, sicher. Also, wir hätten einfach die Kosten sicher gedeckt. Wir haben in der Krone zum Beispiel haben wir eine Kollekte, wir haben keinen Eintritt. Wir haben Kollekte, wenn jemand etwas will, kann es gehen. Und wenn er nicht will, muss er nicht.
Und die Leute haben dann auch verschämte Freude. Die haben Freude und man, also wirklich ist bis auf jeden Platz immer gefüllt. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel haben wir es zum Glück noch machen können. Und mussten, ich sage jetzt mal, 20 Personen müssen sagen, ihr habt keinen Platz mehr, ihr könnt leider nicht kommen, ist die Pumpe voll. Wie der Chef vom letzten Zahltag. Wir sind wert 10'000 Franken. Wir sind blank, Stier, total bankrott. Das ist einfach eine schlechte, himmeltraurige Welt. Ja, wir sind umgeben, verlutten von Brechern, Schelmer und Betrüger. Jawohl. Willi, ich sehe keine Ausrede. Ich muss ins Wasser. Schau, Marco, ich komme auch. Ja, aber es ist weiter, besser. Ja. Machst du den Mund zu, sonst kommt noch Wasser rein. Wie doch ein Idiot! Aber das kann doch nur die Karin sein und die Susanne, die uns gestohlen hat. Du meinst Susanne? Ja, wer recht sonst? Wäre aber nur gerade mit dem Ball auf die Umflucht. Ich habe ja gesagt, es kommt nicht gut raus. Hä? Wer hätte mir den Ball auf die Eid auf der Susanne? Dass die ganze Haustür mir nichts, dir nichts geholt werden konnte. Wenn du mich so fragst, wo bist du gewesen, wenn du schon so einen Streifen hast an den Schultern? Ohne die Rede von nein! Ich hätte es gerammt, und wenn man gerammt, dann weiss man halt morgen nicht mehr. Siehst du, genau wie ich auch. Aber, wo geht es jetzt? Woher? Zum Auto hinter der anderen ins Leiter holen. Oder hol meine Bitte auch gerade. Oh, jetzt soll ich wieder nicht mein Knecht. Aber ich bin doch blut. Oh, mein Gott! Ja. Ist dann mit dem Text, oder? Haben ja zum Teil recht lange Text, oder? Und dann die Poeten muss sitzen und so weiter. Ja, es ist schon so. Ja, aber für das tut man ja proben und... Hast du noch nie einen Hänger gehabt? Ja, wohl. Das hätte vielleicht jeder mal gehabt. Aber ja, es ist aber nicht so angenehm, während dem, was du hast. Du selber empfindest ihn sicher nicht so schön. Und andere Leute sagen, ja, ich habe es nicht mal gemerkt. Ist logisch, die kennen ja den Text nicht, in dem Sinn wie zu mir, oder? Aber für einen selber ist es da ziemlich unangenehm. Wenn du einen Moment nur weiter weißt, vor allem kommt dir eine Sekunde vor wie eine halbe Stunde. Ja, so ist es eindeutig so. Welches ist so deine Paraderolle? Oh. Ja, halt sicher auch Campenfreunde, ja. Ist für mich natürlich schon gut, ja. Ein Hit gewesen. Und auch ein Ding, der. Der Sinneswandel ist für mich auch noch. Hoi, 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 hoi. Ja. Hast du dort einen Wandel durchgemacht? Ja, oder? Ein bisschen, ja. Also von was zu was? Ja, einfach zuerst waren wir so der, zwei Brüder, gewesen, die einfach nichts wollen wissen von Frauen und so. Und ja, die Schwester war dann noch, gewesen, die einem ja, das Leben nicht schwer, aber einfach quasi einem alle, quasi müssen folgen beieren. Mhm. Und dann haben wir halt die Frauen, sind wir zwei Frauen in dem Haus, gewesen, die uns dann wirklich keine Art haben wollen. Also dort hast du dein Interesse für Frauen zuerst genau, mal entdeckt? Genau, es war erst vor zwei Jahren, gewesen, aber ja. Ja. Und nachher, ja, dann hat sich das entwickelt und uns hat es dann fast verrupft vor Luther. Ich wirklich auch, und gleich hat es uns der Grinne zugelassen. Ja, zugelassen. Was ist gleich auch? Ja, aber die Frauen hätten wir schon gerne gehabt und gleich haben wir gesagt, oh nein. Also, hat es gehauen? So leicht. Ja, am Schluss dann schon. Am Schluss hat es Happy End gegeben, natürlich. Damit das gerade klar ist, ich bin nur mitgekommen, weil Vreni versprochen hat, dass wir vernünftig miteinander reden. Bravo, alter Herr, so ist gut. Nein, ich habe die Löffel geschaut. Nicht nötig, ich bin auch so oft in deiner Seite. Nagi, denn nicht. Aha, das scheint mir ein Fall fürs Gericht zu sein. Da ich von euch weiss, eigentlich ich mich am besten als Richterin.
hohes Gericht. Das ist doch Quatsch. Klägerin, halten Sie sich mit Ihren Aussagen ein bisschen zurück und achten Sie die Hürde vom Gericht. Wird der Würde eins in den Toren geben. Und ich will Klägerin in Tragungsstrafe 50 Franken. Einspruch, Einspruch abgelehnt. Ich weise das höhere Gericht darauf ein, dass die Klägerin noch keinen Rechtsbeistand hat. Ich werde Ihre Verteidigung übernehmen. Ja, bin ich denn da in einem Irrenhaus? Bitte weisen Sie Ihre Mandantin darauf ein, dass das Gericht beim nächsten Mal eine Atmungsstrafe hat. Das Gericht, ich übernehme Verteidigung von dem Anklagten. Das Gericht lässt den Verteidiger trotz seiner Jugend zu. Danke vielmals, schau mal vom Mandant. Sie sind Zeugin, wenn ich Ihnen das erklären darf. Die Frau ist mit angeklagt. Es geht um versuchten Ehebruch. Einspruch, der Ehebruch ist noch gar nicht versucht worden. Einspruch stattgegeben. Bemerkung von der Verteidigerin von der Klägerin, von nicht ins Protokoll. Anklagt, Sie haben als erstes Wort. Bitte schildern Sie den Tathergang aus Ihrer Sicht. Doch eine andere Sitzgelegenheit verhandeln. Wenn Schufen anklagt. Das darf doch nicht wahr sein, das kann doch einfach nicht wahr sein. Spinnen alle ihr Witz! Klägerin, mäßigen Sie sich, sonst trifft Sie die ganze Schärfe vom Gericht. Ihr könnt so, als ob ich mich zu verantworten hätte, wie hockt doch der Schuldige dort? Was noch zu beweisen wäre? Das Gericht ist zusammengekommen, um Licht in die ganze dunkle Angelegenheit zu bringen. Licht in dieser Angelegenheit sind nicht notwendig. Zwei Augen im Kopf, ihr habt alles gesehen. Mutter, jetzt lass uns die Sache auf eine saubere Art klären. Du musst dem Vater die Möglichkeit geben, dass er sich wehren kann. Danke, werte Kollegin. Ich werde Ihnen auch wieder mal einen Stein ins Fenster und eine Ruhe jetzt! Bitte, Herr Witzig, fängt Sie an. Danke, hohes Gericht. Also, das war so gewesen. Frau Rosten hat den Knopf an ihrer Bluse verloren. Da sie so nicht umeinander laufen wollte, hat sie mich gebeten, zum Notlauf um Faden zu holen. Als ich dann mit den Utensilien zurückgekommen bin, hat Frau Rost bereits die Bluse abgezogen. Ich habe mir natürlich sofort die Augen zugekippt. Warum haben Sie sich die Augen zugekippt? Ich habe mich natürlich ein bisschen geniert, wo die fremde Frau halb nackt vor mir gestanden ist, obwohl mir die Dame nur ganz fremd ist. Ah, gibt's also zu, die Dame ist Ihnen nicht fremd. Wenn ich Klägerin ausreden lasse. Bitte reden Sie fertig. Keine Zwischenbemerkungen mehr, verstanden? Obwohl meine Dame nur ganz fremd ist, dass sie die beste Freundin von meinen Angetrauten ist. Da mit geschlossenen Augen aber nicht gut einfangen wollte, hat sie mir helfen. Und dabei haben sie das Gleichgewicht verloren und sind auf die Polstergruppe gekommen. Und genau in dem Augenblick kommt Klägerin zur Tür. Das ist doch nicht wahr! Sie hat ihre Arme um ihn und er sind um sie gleich gehabt! Ich habe ja einen Otto am Faden an der Hand gehabt! Das ist ja schon gar nicht! Nein, niemals! Ruhe! Was ist denn noch los? Da findet eine Gerichtsverhandlung statt. Jo, wahr! Was findet statt? Eine Gerichtsverhandlung. Ja was? Gegen wer? Gegen deinen Sohn, der Stefan Witzig. Ja was? Ja, hat er über die Tür angezündet, was? Er ist angeklagt wegen versuchtem Ehebruch. Er ist niedergeschmettert. Ja, nicht wahr? Öten mit der Frau Rost. Du Losheit, du, ha? Erst mal wieder Eintracht. Jetzt bist du vorher ein Bier trinken, jetzt hast du noch das Walzerwasser hergestellt. Jawohl, genau. Warum das? Ja, muss ein bisschen Image wahren, oder? Als Frau ist man doch nicht so gerne gesehen, wenn man da rumsauft. Obwohl ich eben schon noch gerne ein, zwei Bierchen da mit meinen Theaterfreunden trinke. Genau. Aber ihr seid jetzt da, wo wir aufnehmen, wenig Frauen. Sind ihr immer relativ wenig Frauen, oder? Ist das nur da? Also nein, es ist eigentlich jetzt wirklich nur gerade hier. Also ich denke, es ist recht gleich gewesen. Es hat gleich viele Frauen wie Männer.
ja, wo eher so der Alter einen Unterschied macht, also dass von der Frau her eher Jüngeres dabei ist und bei den Männern eher Älteres, wo halt schon mal toll wäre, wenn wir auch ein junge Kerle würden überkommen, aber sonst so von der Menge her sind wir schön ausgeglichen. Oh, jetzt schauen Sie drinnen aber, oh, oh. Schön bedrückt, hä? Also, was heisst Junge so ein bisschen unter 30? Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Genau. Wie bist du zum Theaterspielen gekommen? Bist du immer darum gegangen, weil du denkst, du könntest ein paar Jüngere kennenlernen, es sind nur so alte Quackli da. Ja, genau. Und der auf Film ist schon der Älteste. Ja, nein, wie bin ich zum Theater gekommen? Der Kaspar hat mal gefragt, ob ich jemanden wüsste, er suche noch für eine Rolle eine Person. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schaue mal. Und dann habe ich umeinander überlegt und also dachte, hey, eigentlich würde ich gerne mitspielen. Das ist ja völlig etwas anderes, wenn wir so wie wir das wahrnehmen. Ja, also es ist schon jedes Mal eine Herausforderung, wenn man eine Rolle überkommt, egal was für eine Rolle, dass man sich wirklich in die Rolle hineinfühlt. Was ist das für eine Person? Wie ist die Person? Wie verhält sie sich? Wie redet die Person? Und es ist immer eine schöne Herausforderung, um sich selber können, so gut wie es geht wirklich hinter sich zu lassen und total in die Rolle einzutauchen. Aber das ist schon das, was so spannend ist am Theaterspielen. Aha, der Scheich hat Giraus. Mein Name ist sein Scheich, ich habe verlassen, ich bin Abdul, ich bin Hatschi, Rachman an Halsau. Habe ich auch noch gesagt? Du sein Kawachi? Was ist da?
Ah ja, Sie wollen ja mal einen Haufen Kühe. Das ist richtig verrückt nach unserer Kuhmilch, Käse und Rösti. Ja, wenn man denkt, wie die Frauen ja dann gefangen sind, oder? In diesen Kulturen und solchen Sachen. Und wir die ja da auch, wenn man ehrlich ist, zum Teil versteckt auch unter uns haben. Ja, was hat das mit mir gemacht? Eine Art nicht viel. Ich habe irgendwie so die gesellschaftliche Thematik von dem Thema, sage ich jetzt einmal, ist mir da gerne nicht so bewusst gewesen, weil einfach das Theaterspielen eher dort im Vordergrund war, weil das für mich alles so neu war, eben überhaupt in die Rolle hineinzuschlüpfen können und auch vor so vielen Leuten können zuerst mal spielen und einfach mit der ganzen Gruppe auch. Das war eigentlich mehr gewesen, was mich hier geprägt hat oder was ich mitnehme von dem Theater, weniger die Rolle eigentlich. Ja. Du bist immer noch dabei, immer noch voller Hoffnung, dass es ein bisschen verjüngt. Ja, es wäre schön, wenn ja. Weitere Generationen auch Freude an das Theaterspielen überkommen und ja, wir das so weiterführen können, weil ja, man wird auch nicht jünger, auch ich werde nicht jünger. Ja. Braucht auch viel Zeit und wenn keine Junge nachkommen, natürlich ist es irgendwann mal hat auch ein bisschen vorbei, oder? Was könnte man denn da machen, weißt, damit man für Nachwuchs könnte ein bisschen sorgen? Ja, ich denke, wichtig ist sicher, dass die jungen Kollegen mitnehmen, sagen, hey, ich habe eine Theateraufführung, kommen schauen, nennen noch andere Kollegen mit und bis jetzt immer auch die Erfahrung gemacht haben, mal ist unlässig und das ist auch etwas für uns. Und man merkt jetzt auch von den Zuschauern her, es ist recht durchmischt gefangen. Also wir haben wirklich von jedem Alter haben wir Zuschauer und ja, das kommt schon. Ich bin der Chef der Heimbühne, ich bin der Präsident und der Präsident tut eigentlich delegieren, selber also, nicht arbeiten. Scheint sich an, du musst und das fühlt mir recht gut. Aha, sicher? Ja. Also in dieser Rolle fühlst du dich wohl? Ja, nein. Ich will eigentlich noch ein bisschen weiter zurückgehen zu der Anfang von der Heimbühne. Und zwar will ich an dieser Stelle schon erwähnen, dass wir einen Hans-Rudi Gaffner hatten, der eine unheimliche Eigeninitiative einen Tag gelegt hat, bis unsere Heimbühne auch wirklich da gestanden ist. Er hat wahnsinnig, er hat von Regie, er hat selber gespielt, er hat Finanzen gemacht, er hat alles selbst organisiert und ja, er hat einfach eine unheimliche Energie reingesteckt. Und ich glaube, das muss mir einfach, die der Hans-Rudi noch gepoint haben, wissen es. Und ich glaube, man da rast diesen jungen Leuten und hoffentlich auch ab und zu mal einen jungen Bursch unserem Verein kommt, ohne mit auf den Weg, dass ein unheimlicher weil es Kraft dahinter war, bis man die Heimbühne wirklich auf die Beine stellen konnte. Wie es vorher erwähnt wurde, hatten wir ein Frühlingstheater und ein Herbst-Tourneetheater. Eine Zeit lang ist der Frühlingstheater hat Hans Rudi noch Gruppe Margel Kopf gesagt. Später hat man von der kleinen und von der grossen Bühne geredet. Und wir hatten einfach das Gefühl im Vorstand, es darf ja nicht sein, dass wir innerhalb des Vereins zwei verschiedene Gruppen haben. Und da haben wir dann irgendwann versucht, die Einigung von den zwei Gruppen herzubringen. Und wie der Markus Sachser vorhin gesagt hat, es ist eigentlich erst wirklich, wo es recht durchmischt worden ist, beim Theaterspiel auch geschafft. Wir im Vorstand haben sie gerne einen Buß auferlegt, wenn ein von der kleinen oder grossen Theatergruppe gerettet, hat er eine Runde zahlen. Runde, falscher Wasser? Ja, nur am Fahrer. Aha, okay. Und in dem Moment kommt man ganz in den Sinn, glaub, der Hans Lehner wäre uns noch eine Runde schuldig. Aha, was hat er gesagt? Ja, er hat von der kleinen Theatergruppe gerettet, ja. Ist nicht die kleine Theatergruppe kleiner gewesen? Nein, sie hat einfach die kleineren Theaterstücke gespielt. Aha. Sie hat die Einakter gespielt. Und wir mussten sagen, vom Theaterspiel her hat es keinen Unterschied gegeben. Sie haben den Frühling wahnsinnig gut gespielt, sie haben den Herbst gute Spieler gehabt. Also wir hatten irgendwie einfach das Gefühl, das darf nicht sein. Zwischenzeitlich sind wir wirklich ein Verein. Wir sind ein Verein, der wirklich miteinander am Strick zieht, am gleichen Strick zieht. Und das ist ein schönes Zurückschauen. Und auch ein rechter Erfolg über Jahrzehnte hinweg. Gell? Und Heimatbühne ist ja auch ein bisschen Heimat natürlich, oder? Oder vermittelt Heimat ist eine Wertschätzung für die Region. Ja, ich denke, Heimatbühne, zuerst sind natürlich noch die ersten Stücke, die gespielt wurden, das sind noch Gotthelf-Stücke, also wirklich noch schwere Kost, wirklich Heimat. Und
ja, wenn man nochmal Touren auf den Anfang zurückgehen, es war nicht nur eine riesige Initiative von Hans Rudi, er hat auch privates Geld reingesteckt in die Heimenbühne, bis es mal zu laufen kostet. Leider musste Hans Rudi viel zu früh müssen von uns gehen. Er ist schwer erkrankt und plötzlich, völlig unerwartet, am 7. Mai 2003 verstorben. Wir sind in diesem Haus, in der Küche, umgehackt, an der Leseprobe, wo wir die Nachricht gelegt haben. Und für uns ist eigentlich eine Welt, eine Theaterwelt zusammengekehrt. Aber wir haben am gleichen Abend beschlossen, dass das Theater, das wir ausgelesen haben, dass das auf die Bühne muss. Und wir haben eine Rolle abgetauscht. Der Walter Rettich hat dann die Regie übergenommen. Wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, wir kommen nicht einen fremden Mann oder eine fremde Regie in unsere Gruppe rein. Wir haben das mit den eigenen Leuten stemmen. Und 2003, das ist das Stück, wo der Kasper mit seinem Holzrössli über die Bühne laufen musste, die Junggesellensteuer. Und das hat einen riesigen Erfolg gegeben. Und das war dann eigentlich auch ein bisschen die Wende in unserem Verein. Von dort weg haben wir noch die Zahl können füllen und wir haben es finanziell wieder können auf die eigenen Beine stehen und auch können nachhinein die Darlehen an Hans Rudi respektive seine Frau zurückgeben. Und ich glaube, das ist schon das, was man nicht ganz durch vergessen bei diesen 25 Jahren Jubiläum, wie es entstanden ist und wie es gemacht wurde. Also, ist jetzt 70 Jahre her natürlich, oder? Ist ganz ein lustiges Stück gewesen, aber man hat gemerkt, das bewegt die heute noch. Ist dann schwierig gewesen zum Spielen? Was ist das lustige Stück nach dem Todesfall? Sehr schwierig gewesen. Es ist sehr schwierig gewesen, zum wirklich einfach sie reingehen und den Glauben machen. Wir haben wirklich drei Akte haben wir wirklich müssen wirklich gelöhnt sein. Es war ein lustiges Theater gewesen. Aber im Wissen, dass wir eigentlich das Hans Rudi schuldig sind zu machen, haben wir uns überwunden und sicher auch in dem, dass wir unsere Gruppe zusammengehabt haben und dass wir wirklich die Gruppe können sein, die von Anfang gestartet ist, haben wir eigentlich, das hat uns auch darüber hinweg geholfen. Und wenn mal eine Krise kam, sind wieder drei andere Jungen, die gesagt haben, komm, dann machen wir jetzt. Und wir haben eigentlich eine Aufgabe, wir haben fast ein eine Verpflichtung, dass wir jetzt die Heimenbühne vorwärts bringen und das, was der Hans Rudi so mit riesen Energie angerissen hat, dass wir das weiterziehen. Ja, es war eine schwierige Situation gewesen, aber es kommt verrückt, aber das Leben geht weiter. Und ich denke, in schweren Zeiten muss es auch mal lustig zu und herkommen. Da nicht nur einem schlimmen und traurigen denken, sondern muss auch mal lachen. Und darum denke ich schon, sind die Theaterabend, die wir bieten, im Herbst oder im Frühling, für Leute, die es vielleicht ein bisschen schwer haben in dem Moment, auch wieder mal einen Abschalter und einfach wieder mal lachen und halt etwas anders denken, wenn ihr noch in der schweren Zeit studieren. Du hast abwechselnd mit dem Kasper Regie gemacht. Der Kasper hat wieder spielen und dann bin ich im 2011 zu der Gruppe gestoßen. Habe dann dort 5 Jahre mit der grossen Bühne die Regie gemacht. Moment schnell, halt. Jetzt. Eine Runde, gell? Ja. Präsident, gut. Merken wir uns diese Runde. Ja. 5 Jahre bei der Herbstbühne Regie gemacht und bin dann unterdessen 65 geworden. Dann wollte ich eigentlich hören. Dann hat der Kasper wieder übernommen. Und im Herbst hat der Johnny wieder angerufen, ob ich die Frühlingsgruppe übernehmen will. Und dann habe ich dort wieder eingestiegen und bin jetzt noch dort dabei. Was machst du lieber? Spielen oder Regie? Spielen tue ich nicht, ich mache nur Regie. Souffleur? Souffleur macht meine Frau bei der Frühlingsgruppe. Eben darum frage ich, hast du noch nie einspringen müssen? Ja. Nicht? Nein. Aber wer willst du es oder nicht? Nein, ich habe nur gar mit der Regie und so gefällt mir eigentlich, mache das gerne und von dem her lange schon. Er schreibt Büchli auf jede Person, die er weiss, ungefähr wer kann mitspielen, schreibt er eine Rolle, die ihm passt. Das macht er natürlich perfekt, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade alle schreibe, sondern ich habe 3 Stück geschrieben, die wir jetzt bei uns gespielt haben. Eins bei der Herbstbühne. Irrweg im Alltag und mit der Frühlingsgruppe der Sinneswandel und wie hat es Fenrik geheißen? Familie im Chaos.
Die hast du geschrieben? Das sind die drei, die ich hier für die Heimatbühne geschrieben habe. Sind aber unterdessen 10 auf dem Markt, die beim Bräuninger Verlag eigentlich erhältlich sind. Wie machst du das? In der Nacht? Ja, wenn es hat Zeit und der Geist erlaubt. Es ist nicht gerade immer gleich kalt. Es wird schon mal kommt nichts in den Sinn und etwa mal geht wieder ein Stückchen. Aber wie bist du auf das gekommen? Oh, eigentlich ganz auf eine kuriose Art. Bei der vorherigen Gruppe, die ich gesehen bin, habe ich einmal 65 Bücher studiert, bis ich eins hatte, das jetzt passen soll. Und dann habe ich also unter anderem mal gesagt, in dieser Zeit hätte ich eine Art selber eins geschrieben. Und dann bin ich bei dem Gedanken eigentlich hängen geblieben und habe dann mal angefangen, ein bisschen aufzuschreiben. Und so ist das losgegangen. Das hat einen Haufen Frauen dabei, gell? Es sind unterschiedliche Alter, es sind nur zwei. Jetzt mal einfach nochmal unter uns. Was war denn besser mit der Regie? Dies oder Kasper? Ich kann nur unter dem Kasper geschauspielert. Aha. Kann ich nicht beurteilen. Gibt es etwa mal dort einen Konflikt, dass man etwas möchte so darstellen und der Regisseur sagt nein? Also eigentlich ist der Kasper auch gut im selber Vorspielen, wie er es gerne will haben. Wenn man seine eigenen Ideen einbringen will, ist er auch offen. Und durch die Proben, durch die vielen Proben, probiert man es mal so, mal anders. Und dann kommt es einfach, wie es passt. Ja, hinter der Bühne, die mal beobachtet, ihr seid ständig und immer engagiert. Immer noch ein bisschen immer schauen, ob es geht, auf Einsätze warten. Noch ein bisschen Text studiert, hast du zu gerne im Halbdunkeln drin. Also, es ist auch noch ein bisschen eine Nervensache, oder? Ja, die einen sind halt mehr nervös, die anderen weniger. Und ich mache mich fast in die Hose, bevor ich auf die Bühne komme. Ja, das Gefühl habe ich eben gehabt, gell? Aber wenn du dann mal viermal in die Hose gemacht hast, am fünften Mal geht es dann? Nein, es ist in dem Moment, wo ich auf die Bühne rauslaufe, ist es weg. Aha. Es ist wirklich einfach nur die paar Minuten. Jetzt dann. Und sobald du auf der Bühne bist, ich persönlich sehe das Publikum nicht, ich bin dann einfach in der Rolle rein und dann ist es weg. Und kommt ja wirklich gut an, gell? Also ich meine, hast sicher auch sehr gute Rückmeldungen bekommen. Also es ist ja wirklich die Heimatbühne, stoßt ja auf eine enorme Resonanz, oder? Ja, also letztes Jahr durfte ich wieder mal mitspielen, ich konnte vorher leider privat nicht können. Es sind sehr viele von meinen Kollegen, Familien sind gekommen und haben gesagt, es ist auch toll, wieder ein super Stück gewesen letztes Jahr, sowieso. Und ja, ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Der Roger wird mich jetzt sicher noch ergänzen, aber mir ist jetzt einfach noch ein bisschen durch den Kopf so die ganze Geschichte und der Roger hat es vorhin erwähnt, dass, wie es auch früher angefangen hat, mit dem Rüdel, mit den Theaterstücken für die Musikunterhaltung, für die Frauenchorunterhaltung und aus dem aus ist die Gruppe entstanden und da hat man auch schon da eben lustige Stücke gespielt. Genau. Bei der Heimatbühne Gründung dann hat man so ein bisschen Gotthelf-Stück gespielt, weil das einfach anspruchsvolle Sachen sind. Und wir haben dann wie gemerkt, dass das Publikum wohl Freude hat, hier zuzuschauen, aber Gotthelf heisst so ein bisschen schwermütig. Und wir haben dann darum vom selben Abstand genommen. Und wenn wir jetzt das an die ganze Zeit anschauen, von die ganzen 25 Jahre anschauen, was wir für Stücke gespielt haben, wir haben jetzt im Vorstand hin und auch in der Kommission die Rückmeldungen vom Publikum sehr ernst genommen. Ja, schwermütig und ja, wir sind auch noch ein bisschen anders. Und das haben wir wirklich ernst genommen, in dem Sinne, dass wir wollen haben, wechseln in lustige Stücke, in Komödien. Und ich finde es über die ganze Phrase, über die ganze Zeit her geschaut, wirklich toll, dass wir heute jetzt eigentlich so unterwegs sind mit lustigen Stücken, mit nicht einfach Geblödel auf der Bühne, das meinen wir nicht mit lustigen Stücken. Es soll immer noch irgendwo eine Botschaft rum sein, eine Grundbotschaft vom ganzen Stück. Aber dass die Menschen zu uns kommen, vielleicht mit einem Viertel ab 9 Gesicht nach den Nachrichten, aber dann ganz sicher mit einem 10 ab 10 Maul rauslaufen nach der Aufführung und das ist schon unser Ziel, absolut unser Ziel. Und ich finde es schön, dass eigentlich so viele Leute in der Heimatbühne, so viele Schauspieler mit Überzeugung an diesem Strang mitziehen. Ich finde das jetzt ganz etwas Schönes, was wir in der ganzen Geschichte jetzt können, das erreichen oder was die ganze Geschichte jetzt geschrieben hat mittlerweile. Ja, ja. Ja, eben so wie es der Chabi gesagt hat, wir haben angefangen
noch vor der Gründung auch mit lustigen Stücken. Also aber nicht geblödelt, das ist hier schon wirklich, sind Stücke gewesen, wo man ernsthaft hat müssen spielen. Zum Beispiel der Drei-Mädel-Hauf oder die Lugi-Glocke, das sind da wirklich Stücke gewesen, wo vom Markt gern gespielt worden sind und die sind auch sehr gut angekommen im Publikum. Und nachher, nach der Gründung, hat es Javi auch schon erwähnt, dann ist dann natürlich auch noch dazu gekommen, dass das Gotthelf-Jahr war. Das Jubiläumsjahr vom Gotthelf. Und das war im Rüdel ein Anliegen gewesen, weil er Fan war eigentlich auch von diesen Stücken. Und darum haben wir hier in Serie, glaube ich, etwa dreimal hintereinander haben wir so ein Gotthelf-Stück gespielt. Und die waren schon recht schwer gewesen und halt auch ernsthaft. Sie sind nachher aber bald darauf ab, nachher auch wieder in lustige Gefilde abgestiegen. Und zwar sind noch Stücke gekommen wie Sing, Rudeli, Sing, wo man sogar gejodelt hat, gesungen hat auf der Bühne. Und wo es nachher weitergegangen ist mit den Kummerbuben vom Pintenhof. Ja, das sind alte Stücke, die sind wirklich nachher ernsthaft zum Spielen gewesen, aber sie haben das Publikum erheitert. Und das ist ja schon da, was wir glaub, auch schon heute Abend gesagt haben, was uns das Anliegen ist. Dass man das Publikum kann abholen und ihnen zwei, drei Stunden kann bieten am Abend, wo sie in eine andere, in eine bessere Welt vielleicht kann eintauchen und ihre Alltagssorgen ein bisschen auf die Seite tun. Das ist eigentlich unser Hauptziel. Oder? Werdenberg hat wie es lebt und lebt, gell? Genau. Ein Stückchen heile Welt, eben Heimatbühne Werdenberg. Genau, ja. Für das stimmen wir. Und das seit 25 Jahren. Das ist ein Bild aus dem Gründerjahr 1994. Der Hans-Rudi Gaffner ist viel erwähnt worden. Dankbarkeit für ihn als Gründer hat all die Jahre überdauert. Ich habe ihn auch kennt, der Hans-Rudi. Und ich weiss, ihm wäre es wichtig zu erwähnen, dass es eben unendlich viele Leute gewesen sind und noch sind, die das Stückchen Heimat am Leben erhalten und immer mehr Leben eingekauft haben. Ich hoffe, wir haben den Geist von dieser engagierten Truppe ein bisschen wiedergeben können. Und das nächste Jahr, ja, dann könnt ihr sicher wieder selber ein Bild davon machen. Also ich möchte jetzt noch kurz ein Schlusswort sprechen. Also wir sind natürlich eine kleine Auswahl von der ganzen Heimatbühne. Wir haben noch junge Leute dabei und eine ältere. Und eins, was mir sehr am Herzen liegt, ist noch zu danken und zu erwähnen, dass wir das Probelokal überhaupt nutzen. Das ist ein altes Fabrikgebäude, wo die Familie Meier betrieben hat. Und sie haben von den Anfang von der Heimatbühne an hat man können da hier gut proben. Und wir haben noch ein Magazin daneben zugemietet und wir haben einen Haufen Plunder und Krümpel, die wir ankommen und unterbeigen. Wir können da Kulissen aufstellen, wir können proben, der Winter wird geheizt. Also ich wüsste nicht, was wir machen ohne das Probelokal. Und an dieser Stelle möchte ich einfach noch sagen, wo das derige Unterstützung braucht ein Verein und wir haben das in der Familie Meier. Danke vielmals. Applaus für den Ernst, Applaus für die Heimatbühne.